Mulis auf Trab. Hallihallo, ihr Hypomaniacs. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiter und Freizeitfahrer. Diesmal dreht sich alles um Maultiere. Hierzu haben wir eine echte Maultierexpertin zu Gast. Tanja Schwarz. Zuvor möchten wir uns aber nochmals herzlich bei euch allen bedanken für die großartige Rückmeldung auf die letzte Folge, die Rechte der Aus- und Wanderreiter mit Rechtsanwältin Nina Ollinger. Auf mehrfachen Wunsch und allgemeiner Verwunderung über die wirklich restriktiven Reitrechte in unseren Wäldern habe ich für euch, Frau Dr. Ollinger, nochmals gefragt, ob man tatsächlich nur mit Zustimmung der Forststraßen die Wälder bereiten darf. Ihre klar und ernüchternde Antwort lautet: Ja, auf Forstwegen darf man in Österreich leider nur dann reiten, wenn der Eigentümer oder Forststraßenerhalter das erlaubt. Erlaubnis wird erteilt durch Schilder, Reitwegenetz, Gemeindeverordnung, schriftlichen Vertrag oder mündliche Zustimmung. Oftmals aber auch durch direkte Vereinbarung zwischen Reitstallbetreiber und Waldbesitzer. Liebe auf Trabhörerin Simona, vielleicht ist die letzte Möglichkeit für dich im Wiener Wald die Lösung. So, und jetzt zurück zu unseren Gästen. Anfang des Jahres hatten wir die Barockesel aus Schloss Hof mit Katharina Can zu Gast. Ansonsten ging es ja immer nur um Pferde. Diesmal geht es um beide, nämlich um Maultiere. Warum diese besondere Mischung aus Esel und Pferd in der Freizeitreiterei immer beliebter wird, erkundigten wir uns bei Tanja Schwarz und ihrem Muli Feivel. Hallo Tanja, hier ist Julia vom Podcast auf Trab. Hast du es dir schon bequem gemacht mit dem Fevel? Ja, ich sitze schon da und warte. Dann legen wir gleich los, liebe Tanja. Herzlich willkommen auf Trab. Stell dich doch kurz unseren auf Trab-Hörerinnen vor, dich und Fevel. Ja, ich bin Tanja Schwarz. Ich bin ehemalige Bereiterin und mittlerweile Behindertenpädagogin. Und ich habe ein Maultier Feifel, auch ein zweites Zinett, und bin seit 2 Jahren eine mittlerweile relativ große Bloggerin über Maultiere und habe mich in den letzten 2 Jahren zu einer Position herausgearbeitet, die im deutschen Raum momentan die größte ist. Gratuliere! Ja. Wo bist du daheim? In Tirol, oder? Wo bist du daheim? Nein, ich habe so einen komischen Dialekt, weil ich bin ursprünglich Schweizerin. Ah, lustig. Und ich habe einen Tiroler Dialekt, eben, obwohl ich auch in Tirol gewohnt habe. Also ich wohne in der Steiermark, das seit 2003, und fühle mich als Österreicherin. Sehr fein. Erklär uns mal vielleicht, wie du auf den Muli gekommen bist. Ich habe natürlich schon ein bisschen was über dich gelesen und habe eigentlich gelesen und gehört, dass du einen Spanier oder einen Portugiesen gesucht hast. Die schauen ja doch ein bisschen anders aus. Ja, ich wollte, es hat halt wieder mal in meinem Leben so diese Phase gegeben, wo ich kein Pferd hatte und wollte eigentlich ein Pferd kaufen. Mhm. Und seit ich ein kleines Kind bin, wollte ich immer ein blauäugiges Pferd. Also das war wirklich, es ist ein bisschen komisch, wenn jemand eigentlich mit einer so langen Tradition von Reiten zu tun hat und sich dann anhand der Optik ein Pferd sucht. Aber es war nun mal so, dass ich mir gedacht habe, naja, ich kann ja mal schauen, vielleicht gibt es ein Gremello Spanier oder ein Perlino oder sowas. Mhm. Und wie man das halt so heute macht, habe ich mich im Internet erkundigt und habe halt geschaut, was es so gibt, und habe eingegeben bei der Suchleiste blaue Augen. Und weil ich mir dachte, ja, muss ja kein reinrassiger Spanier sein, kann ja auch Mischling sein. Und dann war, glaube ich, das zweite Foto der Feifel. Ja, und er ist halt ein Esel, also ein Maultier, sehr eselig ausgesehen. Und ich habe das Foto gesehen und war total hin und weg. Mhm. Hab noch meinem Freund gesagt, du schau mal, der wäre doch was. Der hat blaue Augen und so schön, wie er ist und weiß nicht was alles. Und hab da sofort angerufen und hab den Fehler gemacht, den ich niemandem empfehle. Ich hab dort angerufen und hab gesagt, ich überweise dir sofort eine Anzahlung. Und so bin ich eigentlich auf Maultiere überhaupt gekommen. Also ich wollte keines, ich habe auch nicht danach gesucht. Ich habe dieses Foto gesehen und habe ihn mir gekauft. Punkt.
Okay, jetzt erklär's uns vielleicht noch, uns Greenhorns, was ist der Unterschied zwischen Muli, Maultier und Maulesel? Also Muli ist der Oberbegriff. Muli kommt ursprünglich aus dem Griechisch-Lateinischen. Mhm. Das ist so wie Mulatte oder Mula, das ist Mischling heißt das. Mhm. Und ewig lang hat man gar nicht unterschieden. Also ob jetzt Maulesel oder Maultier, war immer Muli. Und erst später, Anfang des 15. Jahrhunderts, hat man angefangen zu unterscheiden zwischen Maultier und Maulesel. Das Maultier kommt aus einer Pferdemutter und denkt, es sei ein Pferd, weil es sozialisiert wird durch die Pferdemama. Ein Maulesel wiederum kommt aus einer Eselmutter und denkt, es ist ein Esel. Genau, weil sozialisiert durch die Eselmutter. Okay. Und der Feibel ist ein Maulesel, wenn ich das dann richtig kombiniere. Nein. Das sieht so aus wie ein Esel. Das Maultier mit einer ganz starken körperlichen Prägung vom Esel. Also da haben wir ein Maultier, das sehr stark nach einem Esel gleicht. Und was unterscheidet die vom Naturell? Das ist die schwierigste Frage, die man mir eigentlich stellen kann. Ich würde sagen, sie entschleunigen dein Wollen. Das ist eigentlich allgemein mein Lieblingssatz. Sie sind auf jeden Fall intelligenter, obwohl das jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen ist oder so. Es ist ein Gefühl, das ich habe und auch viele, viele andere Maultierbesitzer haben. Sie fordern viel mehr Konstanz von einem Menschen und sie sind in einer gewissen Form, glaube ich, wirklich humorvoll. Also ich bin überzeugt davon, dass Feifel sehr viel über mich lacht. Und wie lacht der? Innerlich oder mit IA oder was sagen die eigentlich? Das Nächste, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Also sie ahnen nicht und sie wirren nicht. Es ist eine Mischkulanz und das kann alles Mögliche sein, was dazwischen ist. Mhm. Also Feifel fängt als Pferd an und endet als Esel. Wenn ich deine Blogs richtig gelesen habe, es gibt keine Rangordnung bei Maultieren oder bei Mulis. Meistens. Es ist wahnsinnig schwierig, über Maultiere zu schreiben, weil wir einfach hier Hybriden haben. Und Hybriden verhalten sich immer von bis. Das, was ich schreibe, beschreibt meist, also eigentlich immer so den größten Teil. Ja? Mhm. Wo es natürlich immer wieder Ausnahmen gibt, weil es eben Hybriden sind. Es ist so, wenn man sich mit Maultieren befasst, muss man zwangsläufig sich massiv mit Esel befassen. Es reicht nicht, nur mit einem Pferd sich zu befassen oder als Reiter zu kommen, so wie ich es damals war. Nur von Pferden eine Ahnung gehabt, keine Ahnung von Eseln. Und dann das 1:1 auf ein Maultier zu ummützen, das ist unmöglich. Muss ich mich beschäftigen mit einem Esel und dem Eselverhalten. Und Esel haben keine Struktur wie ein Pferd, also eine Herdenstruktur. Okay. Esel leben in einer gemeinsamen, gleichberechtigten Herdengemeinschaft. Mhm. Also sie haben jetzt nicht so eine Leitstute oder ein Leithengst oder sowas, ja, sondern sind alle gleichberechtigt. Und was muss man da beachten dann als Besitzer? Das ist genau das, was der Unterschied nämlich dann auch jetzt im Verhalten dann macht. Ein Maultier muss einen Sinn dahinter sehen, warum es irgendwas tut. Mhm. Es macht nicht irgendwas. Ein Pferd kann man sehr schnell beeindrucken. Ein Pferd ist, da gibt es Alpha, Omega, Leiter etc. Ja? Mhm. Und ich kann ein Pferd auch irgendwo hinschicken oder so. Ein Esel sagt dir mehr oder weniger zu nö. Also was willst du mir jetzt eigentlich da sagen? Jetzt diskutieren wir zwei uns mal das aus, ob ich das jetzt mache oder nicht. Spannend. Ja. Und was ich auch ganz toll finde, du betreibst ja, glaube ich, auch eine Esel- und Muli-Schule. Und was mir gut gefallen hat, dass deine Stunden so kurz sind, also dass der Stundenplan so gerafft ist. 15 Minuten waren da drauf, glaube ich. Warum diese Kürze in der Würze? Ich habe herausgefunden, dass das die Idealform ist der geistigen Beschäftigung von Eseln und Maultieren. Mhm. Also wiederum bei Maultieren natürlich eben der größte Ansatz, also die meisten Maultiere. Ich muss wirklich betonen, dass das nicht immer der Fall ist bei Maultieren, aber der größte Teil. Mit 15 Minuten habe ich eine geistige Konzentration bei diesen Tieren, die noch da ist. Mhm. Danach wird es ihnen relativ schnell langweilig oder sie fühlen sich überfordert und fangen dann, also wenn ein Esel
oder ein eseliges Maultier etwas nicht versteht, dann kann das auch in Zorn reagieren. Und da reichen wirklich diese 15, also das ist wirklich ein Maximum, diese 15 Minuten. Mhm. Und ich bin da auch nicht, ich habe keine Uhr oder so. Es ist nur so, dass ich sehr viele Videos von mir selber mache und draufgekommen bin, dass wirklich ich nie länger arbeite als 15 Minuten. Mhm. Weil dann immer dieser Erfolg sich eingestellt hat und das war immer vorher. Und dann höre ich auf. Und wenn ich das nicht tun würde, dann würde der Pfeifel und auch die Esel und diese Maultiere, mit denen ich arbeite, in eine Art, Zorn ist vielleicht wirklich übertrieben vom Wort her, in eine Art Unlust verfallen. Okay, das heißt, wie schaut da so ein typisches Training aus? Da kannst du ja nicht lang aufwärmen, weil dann sind die 15 Minuten schon vorbei. Ja, da muss man ganz klar unterscheiden. Ich spreche hier immer von neu erlernten Dingen. Also nur Dinge, die das Tier noch nicht kann. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich longiere dich das erste Mal oder ich reite dich das erste Mal oder ich möchte von dir das erste Mal einen Seitengang oder ich möchte, dass du dich hinlegst. Mhm. Davon rede ich von 15 Minuten. Ich bringe dem Tier etwas Neues bei, nie länger als 15 Minuten. Dinge, die sie können, machen die aus dem FF. Und wenn die das ein einziges Mal kapiert haben, dann machen die das immer. Also das ist nicht, die verlernen gar nichts, man sagt in der Reiterei oft so, die verarschen dich, was es ja glaube ich auch überhaupt nicht gibt in der Reiterwelt, aber das ist halt so ein Phänomen. Mhm. Aber das macht auf jeden Fall, auf keinen Fall ein Esel oder ein Maultier, sondern wenn sie was kapiert haben, wenn sie dahinter stehen, dann machen die das immer. Mhm. Dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich sage, ich gehe jetzt zum Beispiel eine Stunde ausreiten oder zwei Stunden oder sonst irgendwas, wenn er erlernt hat, ich lasse mich reiten, ich lasse mich biegen, stellen, nur diese Phase, dass er das lernt, die muss ich viel, viel kürzer halten als bei einem Pferd. Und öfters wiederholen brauchst du es aber nicht, weil sie lernen schnell, habe ich das richtig verstanden? Wenn sie wollen, ja. Wie wir also, Menschen. Ja, also die grundsätzliche Intelligenz ist so, dass sie sehr schnell alles verstehen. Mhm. Sie verstehen aber nur dann, und sie wollen auch nur dann verstehen, wenn man sehr, sehr klar in seinem Verhalten gegenüber dem Tier ist. Ein gutes Beispiel ist eigentlich, ich hatte zum Beispiel 1,5 Jahre gebraucht, dass Pfeifel an der Longe galoppiert ist. Mhm. Also da ist man zwar Schritt und Trab gegangen, aber der hatte noch nie eine Idee davon, warum das eigentlich toll ist, an eine Longe zu gehen. Also das fand er immer total blöd, im Kreis zu laufen und da war seine Motivation weg. Also, und da kann ich jetzt sagen, der lernt schneller. Weil Pferd wäre jetzt weit in 1,5 Jahren, der macht mir Sachen an der Longe überhaupt kein Thema. Bei ihm musste ich mal schauen, dass der überhaupt vorwärts läuft. Mhm. Das ist aber interessant. Was hast du da dann gemacht? Den indirekten Weg irgendwie? Oder wie bist du dann dazu gekommen, dass er galoppiert? Immer wieder probiert. Okay. Immer wieder angefragt. Immer wieder. Man muss wahnsinnig viel Geduld haben. Noch heute wirklich der perfekte Satz für mich. Noch einmal, sie entschleunigen dein Wollen. Und du nimmst die Sache ja sehr ernst, was man so liest. Du wolltest ja mit dem Pfeifel auf Distanzritte gehen und bei Dressur starten. Hast du das tatsächlich gemacht? Und ist es dem Muli dann nicht langweilig, ein längerer Ritt oder Dressur arbeiten? Ich wollte das und ich möchte das auch noch. Ja. Es ist nur tatsächlich so, dass das war ja letztes Jahr und wir wissen alle, es ist dann Corona gekommen. Ja. Und in der Zwischenzeit ist auch meine Zeit immer größer geworden und ich habe sehr viele Dinge mittlerweile im Background, die laufen, muss sehr viel recherchieren, muss sehr viel schreiben und ich habe leider ein bisschen zugenommen. Wer hat das nicht? Und momentan möchte ich jetzt ihm nicht zumuten, mit mir einen Distanzritt zu gehen. Da muss ich jetzt vorher wieder abnehmen. Aber, sind das eigentlich Gewichtsträger-Mulis oder wie schwer darf man denn? Nicht, okay. Absolut nicht. Das ist der absolute Irrglaube, also ein Irrglaube, gegen den ich wahnsinnig ankämpfe. Ja. Das ist eine sehr, sehr alte Sache. Man glaubte immer, Maultiere sind Gewichtsträger. Warum? Im 19. Jahrhundert haben die US-Amerikaner, die haben auch die meisten Maultiere weltweit gesehen, einen Test gemacht. Und zwar haben die ein Pferd, ein Esel und ein Maultier von A nach B laufen lassen mit einem gewissen Gewicht. Mhm. Und das Maultier kam am unbeschadensten
ans Ziel. Und daraus resultierte, ja, der kann ja ganz viel Gewicht tragen. Mhm. Es gibt jetzt, also von der Anatomie-Seite und auch von sämtlicher Logik, sagt mir, dass das genau nicht so ist. Weil ein Maultier hat einen relativ langen Rücken, eine ganz schmale Schulter, ganz dünne Beine und sehr schmale Fesseln, einen ganz kleinen Huf, hat einen sehr kurzen Hals zur Ausbalancierung. Das Einzige, was eigentlich dafür spricht, sind die zwei Varianten, dass er sehr steil in der Hinterhand ist und einen geraden Rücken hat. Aber alles andere spricht eigentlich dagegen. Ja, deswegen hast du ja auch so spezielle gesundheitserhaltende Reitweisen irgendwie geforscht bei Pferd und Muli. Wie unterscheiden die sich denn? Ja, also ich bin immer noch dabei. Bei eseligen Maultieren, ich sage das extra eselige Maultiere, weil es ja Maultiere auch gibt, die sehr pferdisch gebaut sind. Mhm. Da ist das Problem natürlich nicht vorhanden. Bei Maultieren, die sehr eselig sind, haben wir eine Vielzahl an Gebäudefehlern. Mhm. Also wenn man jetzt ein Pferd hätte, würde man sagen, der hat einen Gebäudefehler nach dem anderen. Mhm. Meistens haben sie eine Art Karpfenrücken. Also die Wirbelsäule von einem Maultier geht hinten in die Höhe, leicht erklärt jetzt, ist brettgerade. Und wenn man jetzt zum Beispiel über den Rücken reiten wollte, dann würde sich dieser brettgerade Rücken in die Höhe heben und würde vorne und hinten natürlich runterfliegen. Verstehst du, was ich sagen will? Weil es hinten höher gebaut ist, oder? Nein, weil du kannst, ein Pferd hat immer eine kleine Senke in dem Rücken. Ja. Also, genau. Und wenn der den Rücken hebt, wird er gerade. Ein gerader Rücken, den ich aufhebe, der wölbt sich nach oben. Und da haben wir jetzt ein Problem. Ja, wo soll denn der Sattel da jetzt hin? Okay, das heißt, ich versuche nicht mit der Hinterhand das zu aktivieren, damit er seinen Rücken hebt, oder das mache ich da dann nicht? Oder? Nicht zwingend. Okay. Das ist eben die Frage jetzt. Also ich bin eben, wie gesagt, noch dabei an dieser Forschung. Mein größtes Problem liegt eigentlich, man muss auch eines sich ein bisschen bewusst werden. Es hat sich 5000 Jahre lang niemand interessiert dafür, wie man Esel korrekt reitet. Mhm. Ich habe 2 Jahre lang gesucht nach Menschen, die sich interessieren oder die irgendwas geschrieben haben über die korrekte Reitweise von Eseln. Und ich habe nichts gefunden, außer Meredith Hodges. Das ist eine Amerikanerin, ganz eine tolle Maultierfrau und Eselfrau und sonst niemanden. Und daher muss ich immer sagen, alles, was ich zu dieser Reittheorie sage, sind ein momentaner Stand, wo ich gerade bin. Und das ist noch lange nicht fertig. Ja, weil es einfach noch gar nichts gibt und ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Ja, und ich habe auch niemanden mit mir zusammenarbeitet. Ich habe keine Forschung und kein Geld. Ja, ja, ist klar. Ja. Also das heißt, ich muss das alleine machen. Also, ja, aber bei deinem, ist das nicht eingemeint. Bei deinem Sattel hast du ja eine Unterstützung gefunden von einer Sattelfirma. Wenn die sowas in die Hand nehmen, dann muss das ja auch heißen, dass sich mehr für Esel und Maultiere interessieren, dass da ein bisschen auch ein Trend gibt in die Richtung. Ist das so? Ja, gibt es massiv. Der momentane Maultierboom ist enorm. Ja. Leider. Zu einer Seite leider. Warum leider? Weil einfach sehr viel eben Irrglaube auch immer noch dabei ist. Okay. Also es ist immer noch so, dass einfach ganz viele Leute glauben, ein Maultier ist viel, viel braver, viel, viel ruhiger, viel, viel leichter, weil ja da ein Esel drin ist. Mhm. Und weil sich eben sehr wenig Leute mit Esel beschäftigen, gibt es so viele Irrglaube darüber. Mhm. Und dann stehen Leute vor diesen Tieren und sind eigentlich ganz verdattert. Oder sie wissen, wie ich zum Beispiel auch, ich muss ganz ehrlich sagen, also hätte ich gewusst, dass das so schwierig ist, ein Maultier, also ein eseliges Maultier, zu besatteln, ich hätte ich den Pfeifer nie gekauft. Mhm. Was also, ist da die Schwierigkeit? Maultiere haben einen, wie gesagt, einen brettgeraden Rücken, dann haben sie entweder einen dachförmigen Rücken, also links und rechts von der Wirbelsäule geht es praktisch dachartig runter, oder brettartig geradeaus nach links und rechts und fällt dann ein L praktisch runter. Mhm. Dann haben sie im Gegensatz zu einem Pferd, eine A-förmige Schulter, ein Maultier eine V-förmige Schulter. Das heißt, es ist praktisch oben breiter, geht von der Schulter, wenn man es vorne würde anschauen,
wie ein V zusammen. Das heißt, es gibt keinen Widerstand von der Schulter her. Sie haben meistens keinen Dürrist. Sie haben ganz selten, mega selten, eine Gurtenlage. Die Gurtenlage ist eigentlich vor den Vorderfüßen. Also jeder Sattel rutscht auf den Hals. Also unmöglich, dass der da bleibt, wo er hinkommt. Deswegen dann, mit diesem Doppelgurt, was du da machst, oder? Genau, also es gibt die Möglichkeit von einem Backgit, von einem Hintergeschirr, das kannte ich auch nicht. Da musste ich mich wahnsinnig dran gewöhnen. Ich kannte nur einen Schweifriemen, wo ich ja sehr, sehr glücklich dagegen bin, weil ich das auch berechnen lassen habe, also wie viel Zugkraft da drauf kommt. Man kann das eben mit einem so einem Hintergeschirr machen. Das sieht ähnlich aus wie beim Fahrsport, nur ist ein bisschen breiter. Ja. Und der hält dann diesen Sattel in dieser Position. Oder man macht das mit einer Doppelbegurtung. Da muss man aber jetzt aufpassen, dass man nicht hinter der fünftletzten Rippe, das Ende dieser zweiten Gurtung darf nicht hinter der fünftletzten Rippe sein, weil wir sind ja schon bei der zehntletzten Rippe eigentlich bei den Atmungsrippen. Das heißt, nur es sind ziemlich weit vorne gurten, muss man. Ja, und auch nicht zu weit vorne, sonst hat sie keinen Sinn. Also darum habe ich diesen Sattel damals mit Hidalgo entwickelt, in Zusammenarbeit mit einem sehr guten Freund von mir, der Gott sei Dank Mathematik und Physik studiert hat. Und der hat mir ganz viele Berechnungen gemacht, wie man das am besten positioniert, sodass es nicht so weit nach hinten gegurtet werden kann. Und wir haben auch Veränderungen gemacht an diesem Tag. Zum Beispiel darf da nichts über die Schulter kommen. Auch nicht das Sattelblatt, also ist nicht nur die Auflagefläche, ich glaube, das unterscheiden viele Leute auch nicht. Die Schulter von einem eseligen Maultier geht in die Höhe und dann zurück. Nicht wie ein Pferd nur zurück, sondern wirklich aufwärts und rückwärts. Und das bildet dann immer hinter dieser Schulter praktisch eine Kuhle. Ja, also dort, wo ich die Auflagefläche wäre, von die meisten Sättel anfangen, da geht das immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das bildet natürlich dann einen Reibungspunkt und damit hatte ich Riesenprobleme. Also ich habe 26 Sättel ausprobiert, alle möglichen Marken. Ich habe x Sattler angeschrieben, die sind nicht draufgekommen, wie wir das lösen. Bis ich dann zufälligerweise, ich war gar kein Freund von Lederbaumsätteln und Baumrotsätteln. Also ich komme nicht aus dieser Sparte eigentlich. Und lustigerweise funktioniert genau das. Weil diese Sätze durch ihre Flexibilität da mitkommen. Und dadurch habe ich dann auch eben Hidalgo angeschrieben und gesagt, wir müssten da noch ein paar Veränderungen machen, aber eigentlich könnte man da vielleicht einen Esel- oder Maultiersattel mal entwickeln. Und er funktioniert. Super. Also ich habe wirklich Freude dran, ja. Und wie schaut das mit dem Zaumzeug aus? Ist das genauso komplex bei Mulis oder Eseln oder? Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, dass du mit so einem Glücksrad reitest. Auch. Auch. Also hat 26 verschiedene Zaumzeuge. Okay. Oder noch mehr, ich habe keine Ahnung. Es ist so, ich habe ihn gebisslos angeritten, aus dem Grund heraus, viele, viele Maultiere haben eine ganz, ganz kurze Maulspalte. Auch Esel haben das, alle Esel. Und das ist ein Grund, warum ganz viele Esel und auch ganz viele Maultiere wirklich Probleme mit Gebissen haben. Weil die Lage des Gebisses natürlich weiter hinten ist, müsste man auch diese Maulspalte so weit zurückreißen und dann fangen die an zu sperren. Das macht mir auch der Pfeifel gern, wenn ich ein Gebiss nehme, weil es unangenehm ist für das Tier. Wenn ich es aber natürlich noch weiter vorn setze, dann kommt die Zunge drüber etc., also ein Theater. In dem Sinn gibt es jetzt auch, es ist nicht so kompliziert, dieser Sattel. Es hat viel mit der Ausbildung zu tun. Also umso länger ich ihn ausgebildet habe, umso besser funktionierte das Gebiss, weil ich einfach weniger dann auch in der Hand hatte. Also umso mehr ich in der Hand habe und natürlich dementsprechenden Druck auf die Laden kommen, umso mehr fangen sie an zu maulen, sagen wir mal. Und fährst du mit dem Pfeifel eigentlich auch oder mit deinen anderen Eseln und Maultieren? Ich hätte es versucht, ich bin aber nicht der besonders begabte Fahrer, wie man rausgefunden hat. Also ich hab den Pfeifel eingefahren, bin zweimal gefahren und hatte einen Unfall. Also ja, ich fahre auch, das unterschätzt man mal. Also sicherer finde ich auch, ist man auf dem Rücken unterwegs. Aber ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also es ist weltweit so, dass die meisten Maultiere auf der Welt gefahren werden. Also gefahren und vor allem gebastelt, also Sachen tragen. Okay. Amerikaner fahren und reiten, Spanier fahren nur.
zum Beispiel. Also kaum selten, dass Maultiere geritten werden, die werden alle gefahren. Und ich habe auch gelesen, irgendwo in Berchtesgaden oder so gibt es so diese Gebirgsjäger, eine ganz große Station mit Maultieren. Bad Reichenhall. Oder Bad Reichenhall, genau, ja. Bad Reichenhall, ja. Das sind die Deutschen, die haben 40 Maultiere. Die betreiben das schon lange. Die hatten in Österreich, in Imst, auch mal zwei. Die haben wir nicht. Und die Schweizer, die haben auch immer Maultiere, das Schweizer Militär. Eben für diese Einsätze, aber immer hauptsächlich, also nicht als Reittiere, die benutzen, auch die Bad Reichenhaller benutzen sie nicht als Reittiere, sondern das sind wirklich Tragetiere. Zum Packen, okay. Genau, eben auch wieder aus diesem Hintergrund, dass man ja eben denkt, die können ja viel mehr tragen. So wie im Himalaya bei den Bergsteigern. Ja, genau. Sie kennen auch, also das muss man ihnen ja wirklich lassen, also ein Maultier hat diese Begabung, dass er wirklich klettern kann, im Gegensatz zu einem Pferd. Okay, das schön. Das einzige Tier, wo ich, also Pferd jetzt, wo ich kenne, was vergleichbar wäre mit einem Maultier, ist der Isländer. Ah, okay. Also für sehr gebirgsgängig, wenn man extrem. Sich für interessiert. Ja. Ganz, ganz extrem, ja. Weil du es schon angesprochen hast, also du sagst leider, dass die so in Mode gekommen sind. Wie ist es eigentlich mit Pferd und Muli zusammenhalten? Ein Muli alleine ist wahrscheinlich einsam oder eignet sich für ein Maultier auch ein Pferd als Gesellschaft? Nein, also ein Maultier hält man zwischen Pferden. Da denkt sich das Maultier gar nichts, weil das Maultier sowieso glaubt, dass es ein Pferd ist. Ja, okay. Also das kann man durchaus. Ein Maulesel sollte man im besten Fall bitte mit Eseln halten, weil er ja eben glaubt, dass er ein Esel ist. Was man überhaupt nicht tun sollte, ist ein Tier alleine halten. Ganz schlimm für mich ist, wenn man einen Esel unter Pferde hält, also einen einzigen Esel. Weil der ist wirklich arm. Der hat eine andere Sprache, Punkt. Und wie ist es eigentlich mit der Fütterung? Was braucht eigentlich so ein Muli? Hat der auch einen Beschlag oder sind Kosten Tierarzt? Und ist das zu vergleichen und auch der Kaufpreis mit dem Pferd? Oder dass man da mal eine Vorstellung bekommt? Der Kaufpreis von einem Pferd ist natürlich von Diske. Ja, das stimmt. Ein Maultier steigt momentan sehr in der Preisklasse. Vor 10 Jahren hätte man ein Maultier mit 1,40 Stockmaß, also da muss man unterscheiden. Also ein Maultier unter 1,40, also praktisch Pony oder klein, also nicht reitbar, sage ich jetzt einmal, kriegst du um 500 Euro. Yeah. Also die werden dann auch geschmissen. Alles, was reitbar wird, also ab 1,40 Stockmaß, hat vor 10 Jahren vielleicht ein Tausender gekostet, heute kostet es zwischen 3.000 bis 6.000. Und so größer das Maultier, umso teurer wird das Maultier. Also da geht viel um die Größe von dem Tier. Weil einfach umso größer, umso seltener. Und die Tierarztkosten sind an sich die gleichen. Maultiere sind eher gesund. Also sie sind nicht so krankheitsanfällig wie Pferde. Allein durch die Hybridität, also durch diese Mischung. Ja. Und auch weil der Esel einfach gewisse Krankheiten nicht so hat, wie ein Pferd es hat. Und gewisse Dinge gleicht es halt auch aus durch die Anatomie. Ja. Und die hält man auch so robust, also im Offenstall oder wie hält man die? Also ich plädiere sowieso immer für den Offenstall, ja, aber man kann sie halten wie jedes Pferd. Was sie sind leichtfutterig, da sind wir auch wieder dabei, dass man einfach immer diesen Esel, also beim Maultier spielt sich einfach ganz viel damit ab, dass man sich auskennt mit Eseln. Und Esel sind Südländer, sind Tiere, die von Stroh, sehr kargen Dingen leben. Ja. Und so ähnlich ist das Maultier halt dann auch. Also es ist viel, viel leichtfutteriger als ein Pferd. Okay. Es sollte nicht mega viel Kraftfutter, mega fette Wiesen und so weiter, ist sicher nicht ideal für ein Maultier. Aber besser als ein Esel. Okay, also das ist noch. Und wie ist es mit dem Hufpflege? Ist das auch ähnlich? Kommt der Hufschmied wie beim Pferd regelmäßig alle 8-9 Wochen oder wie ist es beim Maultier? Sie haben im Normalfall einen härteren und besseren Huf als Pferde, weil Esel einfach einen härteren Huf haben. Esel sind Gebirgsgänger. Nochmals, sie sind einfach aus dem also sehr kargen Gebiet und Kletterer. Und sie haben auch eine andere Form. Das Huf ist mehr wie ein U.
Mhm. Also es ist weniger oval, sondern wirklich wie ein U fast. Man findet nicht immer Hufschmiede, die dir das beschlagen. Ohne Sedierung, oder wie? Das ist auch so ein Irrglaube. Also es ist aber tatsächlich so, also ich kann wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe zum Beispiel in Graz unten 30 Hufschmiede angerufen, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich habe ein Maultier, ist keiner mehr gekommen. Und das, obwohl der Pfeifer sich wirklich 1A beschlagen lässt. Es gibt einfach, nochmal, es sind einfach ganz viel Irrglaube und dagegen kämpfe ich ja massiv an, dass ich alles probiere zu erklären. Aber der Huf an sich ist härter, man kann ihn ganz normal beschlagen, man kann auch Hufschuhe, man findet fast keine Hufschuhe, eben durch die Form des Hufes, aber grundsätzlich, der ist wie ein Pferd ähnlich. Wobei ich mich bei Hufthemen immer ein bisschen zurückhalte, ich bin kein Profi in Hufe, muss man ganz klar sagen. Kann man nicht in alles sein. Aber um was geht's in deinem Buch eigentlich? Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen oder das in Arbeit ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, ich arbeite schon sehr lange dran. Macht nichts, ich arbeite auch an einem Buch. Es soll einerseits ein Fachbuch sein über diese grundlegenden Themen, eben Esel, Zucht, Haltung. Also diese ganze Palette soll beschrieben werden. Andererseits ist es ein Buch, das sehr viel über diese Ausbildung und diese auch Reittheorien, die ich habe, beschreiben soll und auch Hilfestellung bieten soll. Also für mich war es immer so, als ich Pfeifer gekauft habe, das war wirklich ein Riesenproblem. Ich kannte niemanden mit einem Maultier. Ich fand nichts über Maultiere. Wenn ich was geschrieben habe, kam halt mal vielleicht ein Satz so, ja, nee, das geht bei mir, Punkt. Und ich fand auf Deutsch gab keine Hilfe. Und deswegen ist eigentlich meine Seite entstanden. Ich habe dann angefangen, einfach alles aufzuschreiben, was mir einfällt. Alles, was ich rausfinde, alles, was ich tue. Und ich habe mir damals geschworen, in meinem Buch stelle ich alle Seiten, alles, was ich weiß, wo man Informationen herbekommt, einfach auch schreibe ich auf, weil das für andere Menschen wichtig ist. Weil sonst passiert halt immer das Gleiche, dass jeder seine Suppe kocht, sage ich jetzt einmal, und nicht von dem anderen weiß, der vielleicht schon lange die Suppe gekocht hätte. Solltet ihr es sein, die Suppe schon gekocht habt, dann meldet euch doch bitte bei Tanja. Sie und ihr Blog Feivel der Muli-Wanderer findet ihr übrigens in Facebook. Ihre Kontaktdaten packe ich nochmals in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast auf Trab kostenlos abonniert und ihn so nicht mehr verpasst oder uns vielleicht sogar auf Apple Podcast bewertet. Den Podcast auf Trab könnt ihr übrigens überall hören, wo es Podcasts gibt. Also auf Apple und Google Podcast, auf Spotify, Anchor und Overcast. Oder ihr klickt auf die Story unserer Instagram-Account-Seite auf Trab. Oder ihr geht zu unserer Webseite www.auftrab.eu. Auf alle Fälle bleibt auf Trab. Bis zum nächsten Samstag. Eure Welchis, Tessa, Velvet und Dancer. Eure Julia Kistner.